Hi, willkommen bei Andreas Outdoor. Mein Tarp, was ich schon mal vorgestellt habe, verlinke ich euch oben, habe ich benutzt. Und dann war das passiert, was nicht passieren soll. Beim Spannen vom Tarp habe ich es zerrissen. Also zu fest gespannt. Jetzt hatte ich natürlich einen Riss drin. Und habe den jetzt versucht zu flicken. Und zwar da schnell schauen, dass ich den Riss finde. Genau hier. Also ob man sieht, ist es gerissen. Jetzt habe ich das Ganze. Also ja, habe ich das Ganze. Ich will nicht übertreiben. Meine Frau hat das wieder zusammengenäht. Ich habe da noch speziell starke Faden genommen. Das, von mir aus gesehen, hält das jetzt eigentlich wieder gut. Ganz klar ist das natürlich ein sehr, sehr leichtes, von dem her auch anfällig für zum Reißen. Also nicht gedacht für da eine riesen Spannung drauf zu geben. Ich habe so mit deinen Spannknoten, da hatte ich es nicht so im Griff, also nicht so im Griff. Ich dachte, das geht noch was, und dann ging es wirklich, und dann ging es dann ganz. Und jetzt ist natürlich meine Frage, soll ich das abdichten? Muss ich das noch abdichten? Ich habe gedacht, ich werde das ein wenig mit Nahtdichte bestreichen. Zuerst habe ich überlegt, könnte ich vielleicht da Kerzenwachs einreiben und das warm machen, aber sicher heikel. Jetzt habe ich gedacht, ich mache das mit Nahtdichter. Jetzt, wenn natürlich jemand kommt und sagt, du, ich habe eine Idee, nimm das und das, das hat jeder noch zu Hause, geht auch. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, was es sein könnte, aber weil es ist wirklich nur wenig, sonst brauche ich den eigentlich ja nicht. Gut, kann sagen, ich habe noch mehr Zelte und der Datum läuft ja nicht so schnell ab, von dem her könnte man den immer noch gebrauchen. Teuer ist er sicher auch nicht, riesig. Aber trotzdem, wenn jemand jetzt noch eine Idee hat, ja, kann er mir sicher sagen, würde mich freuen. So, ich versuche das jetzt nochmal ein bisschen näher einzufangen. Also da wäre im Prinzip die Naht, die da genäht wurde. Und wie schon erwähnt, wenn jemand jetzt da eine Idee hat, schreibt es mir doch rein in die Kommentare. Wäre ich wirklich dankbar. Ansonsten kaufe ich den Nahtdichter, mache das mit der Nahtdichter, also mit dem Nahtdichter wieder dicht. Von vorne ist es ja nicht zu einer schlimmen Stelle. Ist ja nicht mittendrin, wenn es da ein wenig durchtropft. Ja, wäre auch nicht so schlimm. Okay, dann sage ich wie immer, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und tschüss.